Hey Leute, was geht? Castcrafter hier und herzlich willkommen zu diesem kleinen Anfängerguide für Hypixel Skyblock. Wenn ihr mehr von solchen Guides sehen wollt, gerade welche, die noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen zu Enchanting und Minions und ganz vielen anderen Sachen, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, dann verpasst ihr nichts und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr Gameplay sehen wollt, könnt ihr super gerne bei Twitch vorbeigucken. Ich streame das Ganze täglich und da gibt es einiges immer zu sehen. Und da könnt ihr natürlich auch mal Fragen stellen. Aber jetzt geht es zu unserem kleinen knackigen Anfängerguide. Hier seht ihr gerade meine Hauptinsel. Das heißt, das ist das Equip, mit dem ich zurzeit hier am Spielen bin. Und das ist die Insel, auf der ich hier so baue. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern wir fangen einfach mal von vorne an. Wenn ihr das erste Mal mit Skyblock beginnt, dann startet ihr auf dieser kleinen Mini-Insel mit ein paar Bäumen und mit ein bisschen Stein. Und super viel werdet ihr gar nicht machen, denn eigentlich verbringt ihr die meiste Zeit im Hub, später seid ihr ein bisschen mehr auf eurer Insel. Das heißt, das erste, was ihr machen solltet, ist euch einen Weg hier rüber zu bauen, damit ihr in das Portal kommt. Im Hub angekommen könnt ihr erstmal eine ganze Menge erkunden. Hier gibt es andere Spieler, mit denen ihr interagieren könnt. Es gibt kleine Shops, bei denen ihr was kaufen könnt. Und es gibt ganz viele verschiedene Gebiete, wo ihr zum Beispiel Rohstoffe holen könnt oder verzaubern, euer Geld lagern und so weiter und so fort. Grundsätzlich gibt es einige Gebiete, sehr viele davon seht ihr hier direkt auf der Karte und ihr seht auch diesen kleinen roten Pfeil, der geht praktisch an, wo ihr gerade seid, dann könnt ihr euch ein bisschen leichter orientieren. Hier unten links habt ihr ein kleines Holzgebiet und es gibt auch noch ganz viele andere Inseln, auf denen ihr die verschiedenen Holzarten farmen könnt. Genau hier drüber, bei dem kleinen Ausrufezeichen, habt ihr den Friedhof. Hier gibt es Level 1 Monster, die ihr ziemlich leicht töten könnt. Von dort aus könnt ihr dann zum Spider-Stand gehen. Hier gibt es Spinnen und Silberfische und noch ein paar andere Kreaturen, die ihr töten könnt. Und von dort aus könnt ihr dann weiter zum Blazing Fortress, so gesehen der Nether. Wenn ihr hier an der Karte links geradeaus vorbeilauft, dann kommt ihr zum Schmied. Hier könnt ihr zum Beispiel eure Sachen mit dem Amboss kombinieren oder auch Items reforgen. Dazu wird es aber in einem anderen Video auch nochmal ein bisschen mehr geben. Und wenn ihr noch weiter lauft, dann kommt ihr in die erste Mine. Von dieser könnt ihr dann zur Goldmine, die ist auch nochmal ein bisschen größer und von der Goldmine könnt ihr, nachdem ihr Mining Level 5 habt, sogar in die Deep Cavern. Dort gibt es alle möglichen Rohstoffe wie Lapis, Redstone, Diamanten und alles, was man sich so wünscht. An der Karte rechts vorbei geht es zur Farm, hier habt ihr das erste Mal ein bisschen Weed und nach der Farm kommt ihr zur Barn. Dort gibt es noch mehr Rohstoffe wie Kürbisse, Melonen, Karotten und sogar Tiere. Und danach könnt ihr noch eine Insel weiter hier zu der Mushroom bzw. Desert Island. Dort gibt es zum Beispiel Sugarcane oder Pilze. Außerdem lohnt es sich überhaupt den ganzen Hub zu erkunden und das ist auch eine der Quests, die ihr am Anfang machen müsst. Die Quests zu machen lohnt sich außerdem auch sehr. Das würde ich jedem empfehlen, einfach alle Quests am Anfang zu spielen und danach erst mit dem richtigen Spiel zu beginnen. Denn dann habt ihr auf jeden Fall sehr viel Ahnung von den Sachen, die man hier so machen kann. Außerdem solltet ihr euch unbedingt mit dem Skyblock-Menü vertraut machen. Dafür habt ihr den Netherstar in dem 9. Slot und wenn ihr den rechtsklickt, kriegt ihr dieses kleine Menü. Denn das normale Skyblock ist sehr viel anders als dieses Skyblock hier auf Hypixel. Ihr habt hier nämlich eine Art MMO. Das heißt, ihr habt Skills und ihr habt eine Collection. Die Skills seht ihr hier und das gibt einfach nur an, wie hoch euer Level in bestimmten Aktivitäten ist. Das bedeutet, ihr habt einen Skill für Mining, für Farming, für Combat und so weiter und so fort. Und den levelt ihr, indem ihr der jeweiligen Tätigkeit nachgeht. Das heißt, wenn ihr Monster tötet, levelt ihr euren Combat-Skill. Wenn ihr Sachen abbaut, dann kriegt ihr den Mining-Skill. Wenn ihr zum Beispiel Weizen oder Kürbisse abbaut, dann kriegt ihr euren Farming-Skill hochgelevelt. Die Sachen geben euch auch immer ein bisschen was mit dazu. Zum Beispiel geben sie euch HP, was sehr gut ist, weil es einfach mehr HP ist. Und ihr kriegt zum Beispiel eine höhere Chance, dass ihr die doppelte Anzahl an Crops oder die doppelte Anzahl an Erzen bekommt, wenn ihr Sachen abbaut. Viel wichtiger als die Skills ist allerdings die Collection und die befindet sich hier bei dem Bilderrahmen. In der Collection seht ihr alle Items, die ihr bis jetzt eingesammelt habt. Es gibt sehr, sehr viele davon und die Collection schaltet nochmal neue Crafting-Rezepte frei. Das heißt, wenn ihr in die Farming Collection geht, ist ihr erstmal alles ausgegraut, weil ihr natürlich noch nicht so viel gefunden habt. Auf meinem anderen Charakter sieht das schon sehr viel anders aus. Hier habe ich alles freigeschaltet und unter diese Collections könnt ihr jetzt nochmal ein kleines Menü öffnen. Zum Beispiel bei Raw Pork Chop. Ihr habt jetzt auch nochmal verschiedene Stufen und jede Stufe schaltet euch wieder neue Sachen frei. Das können Rezepte sein, das können irgendwelche Rewards sein. Und das sind die Dinger, die Skyblock hier wirklich sehr besonders machen. Denn es ist ein Spiel, das man wirklich sehr lange grinden kann und auch sehr lange grinden muss, wenn man in ein hohes Level kommen will. Das heißt, hier gibt es zum Beispiel auf Stufe 9 das Raw Pork Chop. Und dafür braucht man 50.000 rohes Schweinefleisch, damit man ein Rezept für das Pigment Sword bekommt. Und das Pigment Sword ist das Beste, das es so gibt, oder eins der besten Schwerter. Um das dann schlussendlich wirklich bauen zu können, braucht ihr nochmal ungefähr 1,2 Millionen Porkchop. Also wirklich sehr viel. Es lohnt sich auf jeden Fall, die Collection hier durchzugucken, um zu schauen, was für Items man bekommt. Das alles hier zu zeigen, würde absolut den Rahmen sprengen, deswegen klickt euch da einfach durch und schaut, was ihr so haben wollt. Es gibt über 400 neue Rezepte hier in Skyblock, die seht ihr alle in eurem Rezeptebuch. Aber auch die schaltet ihr einfach nur über bestimmte Zeiten frei. Das bedeutet, ihr habt noch nicht am Anfang alle Rezepte, sondern wenn ihr eure Collection und euer Level hochbekommt, dann kriegt ihr auch immer wieder neue Rezepte mit dazu. Wenn wir zum Beispiel in die Mining Recipes reingehen, dann seht ihr, ich habe hier sehr viel Zeug. Das sind zum Beispiel sowas wie Cobblestone Minions oder Enchanted Cobblestone oder ein Enchanted Charcoal. Und wenn wir da drauf gehen, dann seht ihr auch das jeweilige Rezept dafür.
Minions sind eure Art, automatisch Rohstoffe zu bekommen. Die gibt es von so gut wie allem. Das heißt, es gibt einen Fischer-Minion, es gibt einen Minion für alle möglichen Mobs, für alle möglichen Erze, für Holz und so weiter und so fort. Ihr schaltet ihr über die jeweiligen Collections frei und es lohnt sich auf jeden Fall, Minions zu machen, gerade wenn man von einer Sache sehr viel braucht. Wie viele Minions ihr auf eurer Insel platzieren könnt, ist begrenzt und um diese Grenze anzuheben, müsst ihr euch mehr unterschiedliche Minions bauen. Das heißt, je mehr verschiedene Minions ihr habt, desto mehr könnt ihr auch platzieren. Jedes Mal, wenn ihr einen Minion upgradet, zählt das auch als neuer Minion. Das bedeutet, ihr könnt einfach hier den Minion rechtsklicken, hier oben auf Next Tier gehen und dann seht ihr, welche Items ihr braucht, um praktisch das nächste Tier für den Minion zu machen. Und dann seht ihr ganz einfach, wie viele Minions ihr wieder platzieren könnt. In dem Hub gibt es noch ein Auktionshaus, wo ihr ganz viele verschiedene Items kaufen oder auch verkaufen könnt. Das bedeutet, ihr könnt hier in den Browser gehen und ihr seht hier alle möglichen Items mit super krassen Verzauberungen. Die sind allerdings oft sehr teuer und wirklich oft lohnt es sich nicht, was im Auktionshaus zu kaufen. Gekauft oder verkauft wird hier natürlich mit Geld. Das bedeutet, es gibt hier ein eigenes System und ihr seht hier rechts an der Seite meine Purse. Ich habe gerade 5000 Coins so gesehen mit dabei und hier in der Bank könnt ihr eure Coins lagern. Denn wenn ihr sterbt, zumindest wenn ihr in einem Kampf sterbt, dann verliert ihr immer die Hälfte eurer Coins. Also es lohnt sich, die auf die Bank zu bringen. Das Verzauberungssystem wurde hier auch ein bisschen anders gemacht. Das heißt, der Verzauberungstisch sieht sehr viel anders aus, als ihr das vielleicht gewohnt seid. Ihr könnt hier bis maximal 64 Level verzaubern. Dafür müsst ihr den Zaubertisch komplett mit Bücherregalen umranden, auch die Ecken nicht vergessen. Und dann könnt ihr hier die ganzen Sachen mit dazu machen. Auch zum Verzaubern wird es nochmal einen extra Guide geben, denn hier gibt es sehr viele neue Enchantments, wie man zum Beispiel hier auf dem Ember Rod sehen kann. Neben den normalen Verzaubern gibt es auch noch das sogenannte Reforgen. Das kostet allerdings Münzen bzw. Geld und das macht ihr hier bei dem Blacksmith. Dafür legt ihr einfach den Bow zum Beispiel hier rein und dann könnt ihr den Reforgen und kriegt nochmal extra Stats mit dazu. Welche Stats euer Charakter generell hat, könnt ihr auch in dem Skyblock-Menü sehen. Also könnt ihr einfach hier drüber und da seht ihr hier eure Crit-Chance und Crit-Damage und so weiter und so fort. Das Ganze könnt ihr auch noch hochleveln. Das heißt, ich habe jetzt hier meine Rüstung zum Beispiel nicht angezogen. Jetzt habe ich 784 HP und auch das, was hier gerade passiert, ist ein ziemlich cooles Schwert, das man sich noch bauen kann. Um noch mehr Stats zu bekommen und noch stärker zu werden, lohnt es sich, die sogenannten Fairy Souls zu sammeln. Das sind diese Dinger hier. Von denen gibt es 170 Stück versteckt in der ganzen Skyblock-Welt. Die sind natürlich sehr schwer zu finden, deswegen verlinke ich euch einfach mal ein Video in der Videobeschreibung, wo euch gezeigt wird, wo die ganzen Fairy Souls sich befinden. Jetzt, wo ihr die Basics von Hypixel kennt, können wir noch ganz kurz über das Basic Equip gehen, das ihr für den Anfang benutzen könnt, was wirklich sehr gut ist. Kauft euch dafür beim Weaponsmith auf jeden Fall ein Undead Sword. Das macht nämlich 100% mehr Damage gegen Skelette, Zombies und Wither, also gegen die meisten Monster, gegen die ihr fighten könnt. Und wenn ihr schon einen Verzauberungstisch habt, dann versucht dieses Undead Sword auf das Enchantment Luck zu bekommen. Denn damit habt ihr eine höhere Chance, dass Monster ihre Rüstung bzw. ihre Drops generell droppen. Mit dazu kauft ihr euch direkt beim Armorsmith eine komplette Diamond Armor, dann habt ihr definitiv schon ein bisschen Defense und haltet mehr aus als gar keine Armor. Und um noch ein bisschen anderes Zeug zu bekommen, könnt ihr euch zum Beispiel bei dem Lumber Merchant noch eine Promising Axe kaufen. Das Ganze gibt es auch als Pickaxe mit dazu und diese bekommt immer ein besseres Enchantment, zum Beispiel Efficiency 1, nachdem ihr 50 Blöcke kaputt gemacht habt. Also ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll, um schnell Blöcke kaputt zu machen. Wenn ihr dann euer Basic Equip habt, dann solltet ihr euch in die Deep Cavern begeben, also die Mine, in der ihr alle möglichen Rohstoffe abbauen könnt. Und dort versucht ihr einfach, so tief es geht, in die Lapis-Mine zu kommen. Das heißt, ihr lauft hier einfach ein bisschen im Kreis, bis ihr den Weg nach unten findet. Und wenn ihr den Weg habt, danach könnt ihr den Lift Operator benutzen. Ihr könnt einfach rechtsklicken und euch hier zur Lapis-Mine teleportieren. Und hier werdet ihr jetzt erstmal ein bisschen farmen. Nicht unbedingt Erze, sondern eher gesagt die Zombies. Denn hier gibt es überall Lapis-Zombies, die hier mit so einer blauen Rüstung rumlaufen. Und wenn ihr diese tötet, dann haben die eine Chance, ihre Rüstung zu droppen. Die Chance ist sehr gering, 1 zu 200, aber mit dem Luck Enchantment ist sie ein bisschen höher. Und die Lapis-Rüstung ist die, die ich auch gerade noch anhabe. Die ist super gut für den Anfang, gibt auch sehr viel AP und sehr viel Defense. Und mit dazu gibt sie euch noch einen sehr besonderen Bonus. Und zwar gibt sie euch 50% mehr Experience, wenn ihr Erze abbaut. Und das für jedes Teil. Das heißt, ihr habt 200% mehr XP und so könnt ihr definitiv sehr schnell leveln, was man braucht, weil man hier wirklich für starke Enchantments sehr viel Experience braucht. Und damit habt ihr jetzt hoffentlich die Basics von Hypixel Skyblock kennengelernt. Wenn ja, dann lasst mich das super gerne in den Kommentaren wissen und lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie auch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt und auch die zukünftigen Guides noch sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da, denn es wird noch andere Guides geben, die ein bisschen tiefer in die Materie gehen, für zum Beispiel Minions, für Verzauberungen, für Geld, für Experience und so weiter und so fort. Denn in Hypixel gibt es wirklich sehr viel zu tun. Aber das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also haut rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.